Hallo zusammen, das haben wir hier von euch die Topinambur-Suppe mit Trüffel, Berner Trüffel. Haben wir hier Lauch mit Berner Trüffelpüree drin. Ein paar Kräuter. Ein Genoa-Paps, die es ein bisschen von uns und unsere Ei von Milsons. Jetzt kann ich es euch auch daheim machen. Ich habe ein paar Mal getestet und ich habe gefunden, das ist so perfekt geworden. Das haben wir hier ein halbes Liter Wasser. Ich habe mal aufgekocht. Und eine Suppe. So, ich werde euch zeigen, wie das schaumig ist. Machen euch daheim. Schön schaumig, schön leicht. Das habe ich nur so einen Löffel gegeben. Einfacher nachher so auftun. Voilà. So. Das freut mich. Mit dem Berner Trüffel. Und dann hier haben wir unser Ei. Ich habe das gerade rein tun in dem kalten Wasser, sonst es nicht gerade einen Schock haben. Und ich werde euch hier fallen, braucht es etwa 15 Minuten. Dann sage ich, dass hier das kochende Wasser schüttelt in dem Raumtemperaturwasser in der unseren Ei. Dann gibt es nachher einen Liter. Dass euch nur so lassen. Vielleicht ist es noch ein bisschen kurz drehen, Wasser, dass es so machen. 15 Minuten. Ich werde euch nur sehen, dann kommt es. Hier haben wir die Suppe. Jetzt machen wir einen schönen Schaum nachher. Ich zeige euch eine kleine Technik, wie ein schöner Schaum kann so ich machen daheim. Also, das haben wir hier. Machen wir das zusammenstellen. Das ist hier ein schöner warmer Teller. Hier das haben wir unser Trüffel, Lauch, Gemüse. Da kann so ich eine schöne Mitte. Da kann es euch auch heiß machen, aber wenn es Raumtemperatur ist, wenn es euch so ausbacken soll, kann es euch das langsam. Also. So. Na das hier, das habe ich gesehen, sehr, sehr richtig. Ein Schaum machen, ein Keller. Mega richtig. Nicht kochen, kochen, heiß. Aufschäumen. Wie der Cappuccino gemacht, das würde ich sagen, 87 Grad bis 92 Grad ist die perfekte Temperatur zum Schaum machen. Also jetzt, das haben wir so 15 Minuten mit unseren Eiern hier. Das haben wir gleich fortmachen, dann haben wir gleich raus. Das euch nur schlagen. So. So wie dann ein normales Ei. Das euch nur langsam rauslassen. So. Ich nehme es schön, laufe so. Und dann mit dem Lauch, was haben wir, dass es blieb in der Mitte, schön in der Mitte so. Wow, gut aus, gut aus. Das ist fast wie Milsons nachher daheim machen. Natürlich mit unserem Ding, wenn ihr euch gleich seht, das ist schön warm. Das ist ein Bammix, mega, mega richtig. Käse haben so, dass nicht der ganze Sprutz nachher oder ganze, das kann ich so machen, das gibt's gerade auch schon. Das ist gleich dampft auch ein, wenn das wirklich gesehen da der Dampf rausgeht. Schön schummig Suppe, was euch haben. Das schmeckt dann Trüffel, nicht so fest Trüffel, aber gleich schön fein. Das soll ich nachher drum um so machen. Voilà. Dann Lauchtrüffel. Und dann eine schöne Topinambur-Suppe. Eine kleine schöne Knusprig oben drauf. Für die Eier gibt es einen schönen Kontrast natürlich. So. So oben drauf. Eins, zwei Kräuter. Drin. So, voilà. So einfach. Das freut mich schon. Ich werde ein bisschen probieren mit dem zusammen, was heute gab. Das ist Rosé soll. Das denke ich, das passt auch dir. Mit dem. Oh. Perfekt. Dann Ei, schön. Rausgeht flüssig. Super. Passt. Ein guter Zusammen freut mich bis gleich.